Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher. Günther Eich sagte schon, denke daran, dass nach den großen Zerstörungen jedermann beweisen wird, dass er unschuldig war. Und das trifft auch auf das Zwangsversteigerungsverfahren zu. In meinem neuen Buch Rettung in der Zwangsversteigerung zeige ich Ihnen, wie Sie durch raffinierte Schachzüge Zeit gewinnen können, um Ihre Rechte clever nutzen zu können. Mit diesem Know-how werden Sie sich dann erfolgreich gegen die staatliche Willkür und die Allmacht der Banken zur Wehr setzen. Dazu reicht es vollkommen aus, die jetzt schon vorhandenen gesetzlichen und juristischen Möglichkeiten zu nutzen bzw. für Ihre Zwecke zu gestalten. Mit diesem Wissen werden Sie das Verfahrensrecht konsequent für sich und Ihre Ziele einspannen. Sie werden durch diesen Ratgeber in die Lage versetzt, sich bis zu einem bestimmten Maß im Zwangsversteigerungsverfahren selbst zu helfen. Das oberste Ziel dabei, indem Sie all Ihre Möglichkeiten ausnutzen, verschaffen Sie sich eine Unmenge an Zeit, um für Sie selbst bessere wirtschaftliche Voraussetzungen zu schaffen, Ihr Objekt am Ende finanziell halten zu können. Rettung in der Zwangsversteigerung verschafft Ihnen die Möglichkeit, Ihre finanziellen Verhältnisse neu zu ordnen bzw. alternative Verdienstmöglichkeiten zu erschließen und damit eine neue belastbare Bonität zu erhalten. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Verlassen Sie sich nicht auf Anführungszeichen Recht, Anführungszeichen. Und hoffen Sie niemals auf Anführungszeichen Gerechtigkeit, Anführungszeichen. Beide Begriffe zählen in Deutschland des 21. Jahrhunderts nicht viel. Deshalb habe ich sie hier auch in Anführungszeichen gesetzt, weil sie im Zwangsversteigerungsverfahren absolut nicht vorkommen. Zwar ist das Verfahren um die Durchführung eines Zwangsversteigerungsverfahrens bis ins Kleinste geregelt, aber das sind Hinrichtungsprozesse bekanntlich immer. In beiden Fällen sollten Sie am Ende möglichst komplikationslos über die Klinge springen. Dabei genießen Sie im Rahmen dieser Regelungen als Schuldner, Hauptbeteiliger und Betroffener im Verfahren auch Schutzrechte und Antragsmöglichkeiten. Es besteht sogar die Verpflichtung, Sie in gewissem Maße am Verfahren zu beteiligen. Die Gerichte, Rechtspfleger und Gläubiger gestehen Ihnen das allerdings nur in einem geringen Umfang zu, zum Beispiel durch Anhörung oder Stellungnahmen. Sie werden die traurige Erfahrung machen müssen, dass man Ihnen seitens des Gerichtes Ihre zustehenden Schutzrechte bzw. Beteiligungsmöglichkeiten nach Kräften vorenthalten wird. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Durch die Anwendung aus meinem Ratgeber Rettung in der Zwangsversteigerung werden Ihnen die Augen geöffnet und Möglichkeiten gezeigt, wie Sie das Verfahren über einen extrem langen Zeitraum blockieren können. Wenden Sie die dort aufgeführten Werkzeuge konsequent und ohne falsche Rücksichtsmaßnahme an. Und Sie werden erkennen, welche Unsauberkeiten und Gemeinheiten in der Verfahrensführung von der Gegenseite und durch die Gerichte gegen Sie eingesetzt werden. Sie brauchen keinerlei juristische Fachkenntnisse, um sich wirkungsvoll zu wehren. Allein mit diesem Buch sind Sie in der Lage, und dies ist in der Praxis hundertfach bewiesen, sich für Ihr Objekt einen enormen Zeitvorteil zu schaffen. In der Regel in der Größenordnung von 1 bis 6 Jahren. Allein durch die Nutzung aller gesetzlichen und rechtlichen Verfahrensmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Schütze, rette Haus und Hof, sollte Ihre Devise sein. Lassen Sie sich Ihre Rechte im Zwangsversteigerungsverfahren jetzt niemals mehr aus der Hand nehmen und geben Sie Ihren Gläubigern erfolgreich Kontra. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.